bin Eno. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen und meine Eltern sind ursprünglich aus der Türkei. Ich bin im Islam erzogen worden und meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich ein Privileg habe, dass ich in die beste, in die einzig wahre Religion geboren worden bin. Aber soweit ich zurückdenken kann, habe ich immer einen Hunger gehabt, Gott kennenzulernen. Ich habe dann auch mit 13 Jahren angefangen, den Koran zu lesen und habe ihn relativ enttäuscht zur Seite gelegt, weil er mir einfach keinen Sinn gemacht hat. Und als ich dann in die Berufsschule kam, mit 16, bin ich einem Schulkollegen begegnet, der es im Gesicht geleuchtet hat. Ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, du bist anders. Und er hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus Christus. Und das hat mich total imponiert. Einer, der scheinbar etwas gefunden hat, irgendeinen Halt gefunden hat in seinem Leben und auch offen darüber redet und sich nicht schämt dafür. Ich habe ihm gesagt, ich bin Moslem. Ich habe den Koran gelesen, aber ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Und er hat gesagt, dann lies die Bibel. Und hat mir ein neues Testament geschenkt. Ich habe die Bibel dankbar entgegengenommen, habe dann zu Hause angefangen, drin lesen, heimlich. Und bin sehr früh schon berührt worden vom Wort Gottes. Jesus sagte, glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Und ich habe gewusst, dass Gott weiß, dass ich traurig bin. Und der ferne Gott ist plötzlich so nah und will mich trösten. Das hat mich total bewegt. Dann hat aber eine dreijährige Phase angefangen, wo ich geforscht habe. Kann es sein, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? Beten Christen drei Götter an? Und eines Tages auf dem Schulweg, im Zug innen, bete ich und sage, Gott, ist Jesus wirklich dein Sohn? Und ich habe dann aus dem Fenster rausgeschaut und dann flitzt ein Plakat an mir vorbei, wo drauf steht, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und ich habe dann einfach einen Frieden über diese Frage und einfach dürfen glauben. Ich habe dann mit 19 mein Leben Jesus übergeben und bin voll im Nachsitten. Meine ganze Band, damals habe ich in einer Band gespielt, hat sich auch bekehrt und wir haben einen kleinen Aufbruch erlebt unter Kollegen, wie wöchentlich zwei, drei Kollegen einfach von der Straße weg zum Glauben gekommen sind. Zuhause hat es ein bisschen anders ausgesehen. Meine Mutter hat mich einen Abend auf die Seite genommen und hat gesagt, Sohn, was ist mit dir passiert? Und ich habe gesagt, Mutter, ich bin Christ geworden. Und sie war völlig aufgebracht und hat mir eins geschmiert und hat angefangen auf mich einzuschlagen und hat gesagt, du bist Wasser geworden. Und dann ist mein Vater dazugekommen und hat gesagt, was geht da ab? Meine Mutter hat nur gesagt, dein Sohn ist ein Kafir, ein Abgefallener, ein Ungläubiger geworden, ein Christ. Und dann hat mein Vater auf mich eingeschlagen. Meine Mutter hat sofort ein Messer geholt in der Küche und hat gedroht, dass sie mich abstechen will. Und mein Vater hat sie dann mit aller Kraft zurückgegeben und sie hat einen Nervenzusammenbruch gehabt. Meine Geschwister die haben mich beschuldigt und haben gesagt, wenn sie stirbt, bist du schuld. Und so bin ich von zu Hause weggerannt. Trotz dem Verlust von meiner Familie habe ich erlebt, dass ich bei Jesus Geborgenheit und Frieden und wahre Freude gefunden habe. Heute bin ich mit der HMK in Osteuropa, in der Türkei und in Zentralasien unterwegs, unter den sogenannten Turkvölkern. Und es ist ein Privileg für mich, dass ich die Liebe Jesu diesen Menschen weitergeben darf.